So Leute, kommt zurück zu Pokémon Mondnacht. Oh yeah, im letzten Part haben wir mit Arcesa hier ordentlich aufgeräumt und ich sehe gerade, wir können gar nicht nach rechts. Mach dich bereit, von meinem Pokémon auf die Hörner genommen zu werden. Aha, Wortspiel, wahrscheinlich sitzt du jetzt Kidaleon ein. Kidaleon? Hieß es so? Pinsir, willst du mich denn verarschen? Jetzt schon, na gut, dann kriegst du meine Hornattacke mal ab, Pinsir. Ich liebe Pinsir übrigens, ich finde das Vieh sieht mega geil aus. Und es kann verdammt viele Kampfattacken, obwohl es kein Kampf-Pokémon ist. Quasi so der Vorgänger von Scaraborn damals. Aber das macht Scaraborn auch leider sehr viel besser. Auch wenn ich Pinsir als Pokémon viel cooler finde als Scaraborn. Also rein von der Optik und so. Bla. Es sieht schön creepy aus und das gefällt mir. Wow. This was epic. So much experience point. Wow, direkt fast noch ein Level up. Stefan wurde besiegt. Nein, mein Pinsir. Doch, dein Pinsir. Es hat brachial versagt. So, geht's hier noch irgendwie? Nip. Okay, schön. Dann heißt es, wir haben nur noch den einen Weg nach unten. Verdammte Scheiße. Wer ist das? Stör nicht meine magische Aura, Cesar. Wisst ihr, was mal voll geil wäre, wenn wir irgendwie ein Pokémon-Center, also wenn wir die nächste Stadt erreichen und da mal irgendwie ein Pokémon-Center oder irgendwie sowas erreichen würden, das wäre total freundlich. Oder ein Pokémon-Markt, ich brauche mal dringend wieder Tränke und so ein Kram. Oh Gott, ey, das sind wieder 8 Milliarden Wege hier zur Auswahl. Links. Einfach nur, weil ich es kann. Und nur für ein Item, okay, dann haben wir die Sackgasse zuerst genommen, perfekt. Tu mir einen Gefallen und zeig mir, was du drauf hast. Wo, auf meinem Butterbrot, oder? Ach so, meinst du das? Okay, ja, mach ich. Marisa, das ist doch garantiert auch eine Anspielung. Saffe, 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 du bist so leicht zu durchschauen. Hornattacke, zack, voll ins Auge, Shiggy. Und nochmal eine Hornattacke. Episch. So, was haben wir da? Ein Glumanda. Nein, ich hätte vielleicht mal wechseln sollen. Es wäre ganz intelligent gewesen, wenn ich einen Käfer habe. Aber vielleicht schafft Kidalon das ja sowieso mit einem fast One-Hit. Guck mal, Kidalon killt sogar Feuer-Pokémon. Einfach nur, weil der Gegner ist so erschrocken, dass er sich gar nicht traut anzugreifen. Deswegen macht er lieber nur Heuler und so eine Rotze, anstatt mich mal zu attackieren, womit er wahrscheinlich viel besser fahren würde. Naja, whatever. So, was haben wir denn da noch? Ein Visasam. Ja, komm, Kidalon, das machst du noch. Das machst du noch. Das war die falsche Attacke. Nein! Oh Gott. Ich wurde besamt. Warum tust du das, Bisasam? Wie sehr für alle Starter hat. So, hier. Und jetzt fängt es doch wieder an zu heulen. Du bist doch gar kein Feuer-Pokémon. Meine Theorie gerade eben ist total zerstört worden, die du mir aufgestellt hast. Wow, das wird doch knapp. Kidalon, das schaffst du. Ich glaub an dich. Das könnte doch definitiv irgendwie knapp werden. Weil der Egelsamen ganz schön saugt. Und ihn ganz schön heilt. Aber, na, natürlich hat das ausgereicht. Ich meine, hallo? Habt ihr daran gezweifelt? Im Ernst, ich nicht. Was eine Stärke! Nein, ich habe vor allem Stärke immer noch nicht, habe ich euch doch schon gesagt. Aber ich nehme mir das hier. Eisheiler, den werden wir bestimmt brauchen, weil ja so unglaublich viele Eis-Pokémon rumlaufen in diesem Gebiet. Verdammte Scheiße! Taubsi? Warum? Why you no stay away? So, dann, da... Blablabla. Unser gutes Kidalon ziemlich im Arsch ist, setzen wir mal wieder Delpor nach vorne. So, ja, ja, da geht's auch wieder nach links. Aber nee, da können wir nicht so rein. Okay, wir müssen den Weg gehen. Schön. Pokémon sind interessant, einige können sogar surfen. Nicht wahr? In der Tat, dieser Attacke nennt sich dann Surfer. Schönheit Mia would like to battle. Ich mag den Namen Mia übrigens sehr gerne. Delpor soll einfach nicht sein. Refli, tu du dein Bestes. Vor allem, ich sehe gerade, ich habe eine kleine Elektroschwäche. Wenn ich Refli raustue, weil ich weiß definitiv, dass ich Refli raustun werde, weil ich die anderen drei cooler finde. Und Refli haut mich jetzt nicht so vom Hocker, ehrlich gesagt.
Bam, bam, bam. Und zack, voll ins Gesicht. So, gibt aber schon einiges an Erfahrungspunkten. Ja, passt. Die passt. Kurzschluss. Verstehst du, wegen Elektro und so Kurzschluss. So, hier geht's nicht nach rechts. Das freut mich. Aber hier geht's nach unten. Es geht aber auch nach links. Das heißt, wir gehen nach links. Das sagt meine Zeit. Oh, wir haben noch 10 Minuten. Schön. Ach, euch gibt's auch wieder hier. Warum nicht? Tschö. Dim, 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 dim. Wer wagt es? Schon wieder ihr. Ich sollte mir aber definitiv mal mit T vorne tutz kaufen, damit mir die hier nicht mehr auf den Zünder gehen. Die Monsterchen, die wir alle schon gesehen haben. Und da unten ist ein Trainer. Ist das jetzt ja doch der richtige Weg? Ich weiß es doch nicht. Acesa Delpor geht vor. Get away, safe. Oh, und noch mehr Abzweigungen. Was geht denn hier ab? Hm. Es ist etwas sehr verwirrend, muss ich mal sagen. Hallo, du da. Nur wer die Pokémon studiert, kann Kämpfe als Sieger hervorgehen. Ich studiere sie nicht, aber ich wette, dass ich diesen Kampf dennoch gewinnen werde. Denn es ist alles im Blut. Das ist alles im Blut. Stallantor. Yay! Ach, schön. Dieses Pokémon ist von mir. Ja, und es hatte den, einen sehr niedlichen Ruf. Es klang wie ein Ratzfratz. Ich weiß nicht mal, was es ist. Es ist ein Stahl-Pokémon. Ja, das ist schon klar. Ja, ich habe Jim damals Skizzen gegeben von Pokémon, die ich, als ich klein war, gezeichnet habe. Da war ich, ja, keine Ahnung, vielleicht 10 oder so. Und das war dabei. Ach, wie schön. Ist in einem Spiel mal zu sehen, hätte ich mir niemals erträumen lassen. Geil. Und sein Grinsen ist diabolisch. Wie das eines Elektroballs. Aber trotzdem sollte es mir jetzt irgendwie nicht weiter auf den Zünder gehen. Stirb doch einfach. Ah, schön. Du hältst ganz schön viel aus, mein Freund. Du kannst aber ruhig weiter damit machen, weil du dann jetzt down bist. Schön. Oh, es tut mir so leid. Jetzt nochmal der Ruf, bitte. Nee, es war kein Ratzfratz. Es war auf jeden Fall irgendwas Süßes. Boing. So, was haben wir denn jetzt? Platti? Nö. Also ja, aber nö. Nicht für Delpor. Das macht doch jetzt mal schön unser Acesa. Da-dam. Nimm den Schnabel und ich ramm ihn dir ins Fleisch. Und das mache ich noch ein...